Er wacht auf. Wie lange war ich weg? Mehrere Monate. Du wirst die Insel nicht wiedererkennen. Was meinst du mit nicht wiedererkennen? Wir zeigen's dir. Aber zieh dir erstmal was an. Etwas Besseres gab's wohl nicht. Tut mir leid, wir sind hier etwas eingeschränkt. Okay, draußen ist soweit alles ruhig. Was zum... Hier, du solltest auch eine mitnehmen. Okay. Deckung. Okay, Real Talk, Leute. Was ist hier los? Ist eine Menge passiert, als du weggetreten warst. Die Imperialen haben Stellung bezogen. Dann kam einer, den sie Inquisitor nannten. Ein Typ mit einer ziemlich schrägen Frisur. Selbst im Vergleich zu Tobi? Hey! Jedenfalls wurde auf dessen Anordnung die Insel gelöchert wie ein Schweizer Käse. Als hätten sie irgendetwas gesucht. Dabei haben sie alles zerstört, was den Tourismus hierher gebracht hat. Wir haben alles verloren. Der Hafen ist als einziges noch relativ intakt. Und die Imps? Waren offenbar nicht zufrieden. Zumindest sind sie mitsamt schwerem Gerät abgezogen und haben nur eine kleine Besatzung zurückgelassen. Warum macht ihr euch dann noch Sorgen, wenn es nur eine kleine Besatzung ist? Sagen wir es so. Der Kommandant ist auf Leute aus dem Widerstand nicht so gut zu sprechen. Besonders auf dich wird er es abgesehen haben. Wieso das denn? Was hast du getan? Wenn ich diesen Kerl jemals in die Finger, in die Haken kriege, werde ich ihn Stück für Stück zerreißen. Oh, dann sollten wir uns tatsächlich bedeckt halten. Und wir werden nach wie vor als Rebellen gesucht. Ist also in doppelter Hinsicht besser so. Was ist eigentlich mit den Leuten passiert und wovon leben sie jetzt? Komm mit, wir zeigen es dir. Es gibt neue Berichte von einem unserer Spione. Von welchem unserer Spione sprechen Sie, Inquisitor Klotz? Ich spreche von dem auf der Insel. Ja, und was berichtet er? Er sagt, Jim Murphy sei wieder aufgewacht. Das ist überraschend. Aber gut, dann hat der General wohl geschlammt. Wir sollten Captain Wanda Bescheid geben. Nicht, dass das Ganze in einer unangenehmen Überraschung resultiert.